Ihr seid zurück. Habt ihr Neuigkeiten für uns? Wirklich? Ah, das sind wundervolle Neuigkeiten. Ich hoffe, die Schuldigen wurden zur Rechenschaft gezogen. Nein. Ich möchte von hier verschwinden. Oh, seid gegrüßt, junge Dame. Ich nehme an, ich muss euch ebenfalls danken, dass ihr... Mein Drang, von hier zu verschwinden, wird nicht geringer. Ich hatte euch eine Spende versprochen, nicht wahr? Hier, nehmt dies. Mit den besten Empfehlungen der Gilde. Sollte die Händlergilde noch irgendetwas anderes für die Grauen Wächter tun können, so lasst es uns bitte wissen. Es war mir eine Ehre, euch kennengelernt zu haben, Kommandantin der Wächter. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich schulde euch wohl eine Belohnung, nicht wahr? Oh ja, zweifellos. Wo habt ihr das gefunden? Es hat Serani gehört. Ich danke euch. Vielen Dank. Was ich tun muss, tut mir leid. Ich möchte nicht euer Feind sein.
Aber noch ist es nicht so weit. Schlaft. Die nur angetan. Sie haben mir gar nichts angetan. Mir geht es gut, Velana. Er will nicht mich. Ich muss euch von hier fortbringen, bevor etwas Schlimmes geschieht. Ich will nicht, dass sonst noch jemand verletzt wird. Also gut. In Ordnung. Lass mich hier raus, dann bringe ich dich nach Hause. Die dunkle Brut hat eure Sachen. Wenn ihr vorsichtig seid, könnt ihr sie euch zurückholen. Sie werden nach euch sehen wollen. Ihr müsst euch beeilen. Ich weiß überhaupt nichts, aber nehmt diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe im Zimmer des Gesandten. Vielleicht findet ihr dort einige Antworten. Ich habe ihn gefunden. Sie kommen. Ihr müsst gehen und aus diesen Minen entfliehen. Bitte! Ich kann dich nicht hier zurücklassen. Serani, warte! Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Aber selbstverständlich. Ich kümmere mich darum. Eine Balliste? Loch. Diese Dinger sind was für Feiglinge und alte Frauen. Kommt, machen wir uns lieber die Hände schmutzig.
holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Das gehört mir. Das Ding da hat meine Sachen. Es hat meinen ganzen Krempel mit seinen bleichen, feuchten Händen betatscht. Niemand betatscht ungestraft Orgens Sachen.